herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder mit meinem geliebten RS4B7 Kombi weiter. Ihr erinnert euch, letztes Jahr haben wir das Ding ja komplett umgebaut. Ansaugung, Krümmer, Kupplung, Software und so weiter. Jetzt steht immer noch eine 100-200 Zeit aus. Die haben wir bis heute noch nicht ermittelt mit dem Fahrzeug. Das heißt, wir werden in diesem Video eine 100-200 fahren. Dann habe ich mir überlegt, weil ich nämlich eh ein Vergleichsauto brauche, vergleichen wir mal die Driftbox mit der Draggy. Das heißt, wir werden mal gucken, wie ähnlich die Zeiten sind. Und dann ist ja noch ein neues H&R-Fahrwerk hier drin. Das wollen wir auch noch mal ein bisschen testen. Wobei das natürlich bei uns hier im Flachland schwierig wird. Wir haben nicht viele Kurven, aber mal gucken, wie es so generell fährt. Erstmal nochmal vielen Dank an Mutlu. Der hat mir meine Rotorfelgen wieder frisch gemacht. Die waren leider durch die Jahre in Mitleidenschaft gezogen und waren an der Kante ziemlich zermackt. Mutlu, Firma Reifenprofi, hat die komplett einmal neu silber gepulvert. Ich wollte die mit Absicht in matt haben. Ich finde das geil, passend zu dem Alu-Paket. Anschließend hat er die fein säuberlich einmal Kontur gedreht. Mutlu kann mit seiner CNC-Maschine alle Konturen, also egal welche Felgen ihr abgedreht haben wollt, das kann er. Also einmal abgedreht und am Ende wieder matten Klarlack drauf. Super geil, finde ich persönlich die schönste Felge für dieses Auto. Sieht einfach irgendwie so bullig aus, ne? Oder? Ich finde es geil, ja. Gleich ganz anderes Auto. Freut mich, dass da wieder Sommerreifen drauf sind. Und jetzt gucken wir mal, was das Ding so kann. Ja, mittlerweile hat das gute Stück hier 403.596 Kilometer runter. Das ist echt heftig. Aber fährt noch wie eine 1, ne? Fährt immer noch top. Wir hätten mal wieder Staub wischen können, aber der stand jetzt wie gesagt länger. Aber jetzt habe ich ihn mal wieder reanimiert. Ja, Fahrwerk hatten wir ja mit Zelim bei H&R zusammen durchrevidiert. Merkt man auch sofort. Es ist auf jeden Fall wieder straffer. Und dieses Klappern, was wir von den Kolbenstangen hatten, das ist auch definitiv weg. Ja, das fährt angenehmer, ne? Das werdet ihr jetzt definitiv leider nicht beurteilen oder hören können. Aber man kann auf jeden Fall sagen, das ist wieder ein Tucken sportlicher geworden, ne? Ja. Muss man so rum zu sagen. Ja, zusätzlich habt ihr ja vielleicht mitbekommen, dass Sascha in Hannover war, Firma TuneTech, mein Abstimmer. Und wir waren damals mit der Software für das Auto noch nicht ganz fertig. Das heißt, wir haben jetzt immer mal wieder Loks gemacht und haben uns so ein paar Bereiche angeguckt, wo man vielleicht noch ein Atömchen findet. Jetzt ist es natürlich beim Sauger so, wir reden da wirklich von Atömchen, weil ja, ist halt kein Turbo, wo man einfach mal ein bisschen Ladung drauflegt, sondern die laufen halt schon am Limit. Aber wir haben jetzt in den letzten Monaten immer wieder gelockt und haben noch ein paar Bereiche gefunden und Sascha sagt, das ist jetzt die finale Version. Mehr geht nicht, das Ding ist jetzt quasi ausprogrammiert und am Ende. Inwieweit muss man so einen Sauger eigentlich warm fahren? Ja, tendenziell musst du jedes Auto gleich warm fahren. Okay. Du musst nur einen Sauger eigentlich noch mehr warm fahren als einen Turbomotor. Okay. Weil Turbo immer heiß, läuft immer Öl durch. Das heißt, normalerweise wird ein Turbomotor viel schneller warm als ein Saugmotor. Ach so. Weil manche Motoren haben sogar noch das Kühlwasser durch den Turbolader laufen, dann erhitzt sich das zusätzlich auch noch. Der hier braucht extrem lange. Okay. So, wir sind jetzt bestimmt schon 5 Kilometer gefahren und haben immer noch gerade mal 60 Grad Wasser, ne? Ja, super. Also den muss man wirklich, wirklich lange fahren. Aber es ist schon mal geil, Zelim klappern, Fahrwerk komplett weg. Ich höre gar nichts mehr und es ist auch deutlich, deutlich satter. Ich muss auch unbedingt mit diesem Auto irgendwann mal auf eine Nordschleife. Ich selber noch nie eine Runde Nordschleife gefahren. Auch nicht auf der Playstation? Auf dem PC, Playstation ja. Aber irgendwann, eigentlich hätte ich es gerne Karfreitag gemacht dieses Jahr, aber das fällt ja alles aus. Nochmal eine Runde Nordschleife und wenn ich mir dann als absoluter Nordschleifenanfänger ein Auto aussuchen dürfte, würde ich dieses Auto nehmen. Ja? Ich würde ein X-Pro nehmen. Nee, das Problem ist beim X-Pro, du hast ja einen Helm auf, wir können uns nicht unterhalten, man sieht keine Emotionen, man sieht mein Gesicht nicht und so weiter. Du meinst jetzt videotechnisch? Ja, ja, klar. Ja, ich würde das Ganze schon als Neuling videomäßig festhalten. Weil, und ich finde, dieses Auto fährt so krass sicher, auch vom Gefühl her so, ne? Mhm. Dass ich schon glaube, dass man da relativ schnell vernünftig mit unterwegs ist. Mhm. X-Pro ist wieder so ein bisschen gefährlich, da weiß ich, da übertreibt man es dann wieder so ein bisschen. Ist vielleicht mal ein Tucken abgelenkt oder so und schon ja, ist das Erwachen groß. So, okay. Ich glaube damals, als wir mit dem Auto unterwegs waren, bevor wir den umgebaut haben, jetzt haben wir natürlich die schweren Rotorfelgen drauf und jeder, der eine Rotorfelge schon mal in der Hand hatte, weiß, wie schwer die sind, weil die sind so richtig schwer. Waren wir, glaube ich, zusammen 14 Sekunden oder so gefahren.
kann ich mich absolut gar nicht mehr dran erinnern. Ist auch schon wieder heftig lange her, ist über ein Jahr her. Ja, gut. So in dem Bereich, das heißt, eine gute Zeit für das Auto wäre jetzt so, ja, 10, 11 Sekunden. Unter 10 wäre natürlich ein Traum. Das werden wir aber nicht bei dem Wetter mit den Felgen zu zweit etc. schaffen. Ich würde vorschlagen, wir machen Folgendes. Wir fahren jetzt erstmal ein, zwei Läufe mit der Driftbox und dann machen wir einen Quervergleich zu Dreggy. Ja, perfekt. So, okay. Ja, Auto ist jetzt warm. Und Action. Wieder geil, wie dieses Auto einfach fährt. Ne? Ja, der zieht einfach durch. Genau, es ist klar, es ist kein Rennwagen, es ist kein Turbomotor, aber kein Plätschern, kein Brabbeln, kein Knallen. Der dreht einfach bis 8,5, nächste Gang weiter geht's. Ne? Ja. Und das immer und immer und immer wieder. Ist ein schöner Daily, ne? So, wir hatten jetzt eine Zeit von 11,1. Ja, ist gut. Oder? Ja, das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Man muss jetzt dazu sagen, das war jetzt das erste Mal durchgezogen mit der neuen Software drauf. Zum Beispiel Zündwinkel lernt sich das Steuergerät selber an. Mhm. Das heißt, der fährt immer bis ans Klopfen ran und merkt so wie weit er fahren kann. Das heißt, das wird jetzt von Lauf zu Lauf definitiv besser werden. Aber 11,1 zu zweit mit deinen zarten 100 Piep Kilo finde ich auch schon gar nicht so verkehrt. Aber es ist halt, also jeder von euch, der schon mal so ein B7 gefahren ist, das Ding vermittelt einfach so ein krasses Gefühl von Sicherheit. Ne? Mhm. So, auch wie das Ding so, weil, guck mal, wir sind jetzt 260 gefahren eben, wie das Ding bei 260 und so noch fährt. Dafür, dass so ein Auto mittlerweile auch fast 15 Jahre alt ist, ne? Mhm. Finde ich schon der Wahnsinn. Was ein bisschen schade mit der Airbox ist, dass dieses Ansauggeräusch weg ist. Oh ja, hier hat man jetzt gerade schön gemerkt, wie das Fahrwerk auf jeden Fall deutlich besser wieder als vorher arbeitet. Ja, das ist nicht mehr so hart. Hier einfach so das wegschluckt. Also man merkt, er dämpft, aber macht dann in dem Moment auch das, was er soll. Also er macht dann zu, dass wir nicht so hier drin sitzen. Ne? Was ein bisschen schade ist, dass natürlich dieses Schreien weg ist. Mhm. Mit meiner alten Airbox war es ja so, dadurch, dass es einfach nur ein offener Kasten war, hat einen das Ding ja wie ein großer angeschrien hier drin. Ne? Fand ich persönlich immer geil. War irgendwie so männlich, wenn das Ding so geschrien hat. Das ist jetzt natürlich leider weg. Aber dafür ist jetzt halt die Performance da. Ne? Wie lange, ich glaube, das hast du schon mal gesagt, aber wie lange ist der Wagen in deinem Besitz jetzt? Ich glaube, seit Ende 2012, würde ich jetzt sagen. Wie viele Kilometer bist du selbst damit gefahren? Ich habe den gekauft, damals hat er 240.000 gehabt. Krass. Oder 220. Also ich bin selber schon, das war 5 Jahre lang mein Daily. Ne? Mhm. Klar, man muss sich sicher sein, dieses Auto wird man nicht unter 13 Liter fahren. Also man kann ihn auch mit 10 fahren, aber dann musst du wirklich Autobahn 90 fahren. Macht man mit dem V8 nicht. Aber so mit 13 Liter habe ich ihn über die Jahre gefahren und habe dabei wirklich jede Menge Spaß gehabt. Ne? So, ne? Und nichts gemacht, erste Querlenker, erste Radlager, wirklich alles Taco. Kann ich wirklich eben nur nahelegen, so ein Auto. Wo liegen die preislich bei der Laufleistung? Die waren zum Tiefpunkt, waren die so bei 12.000 Euro so in dem Dreh. So, das ist allerdings schon 3-4 Jahre her. Aktuell, klar, mit der Laufleistung ist immer die Frage, ob überhaupt einer so ein Auto kauft oder nicht kauft, wie auch immer. Ne? Aber unter 20 kriegt man so ein Auto, glaube ich, gar nicht mehr. Also gar nicht mehr nicht, aber die für unter 20 sehen nicht aus wie dieses Auto. Mhm. Haben auch keine Keramik, keine Schalensitze, kein Aero-Paket. Das finde ich ist bei den Autos ganz wichtig, dass sie diesen kleinen Steg im Spiegelfuß haben. Mhm. Und gute kosten so 25 bis 30. Krass. Aber kriegt man dafür für dieses Geld nicht noch was Geileres aus heutiger Sicht? Aber weiß ich ja nicht, deswegen frage ich. Kriegt man bestimmt immer. Also ein Auto, was so viel Spaß verspricht wie dieses Auto? Ja, das geht dann schon in Richtung vielleicht M3. So, ne? Mhm. Aber man darf halt immer nicht vergessen, das ist halt ein Allrad angetriebener Alltagskombi. Ne? So, ne? Das ist halt,
ja, muss man halt haben wollen, ne? Also ich könnte mir auch gut als Daily vorstellen. Peppersbombe halt, ne? Ja. So, nee, da kann man nichts verkehrt machen. Ist halt eine solide Technik. Viele haben immer über den Motor geschimpft, aber das haben wir ja in etlichen Videos schon durchthematisiert. Ich würde A nicht verkaufen, B, ja. Es gibt aktuell so zwei, drei Projekte, die finde ich natürlich höchstgradig interessant. Die Leute fangen jetzt an, den V8 aus dem RS6 4G hier reinzumachen. Ehrlich? So, das heißt, wir reden davon, Upgrade-Turbolader drauf, 800 PS mit dem passenden Automatikgetriebe dazu. Und dann wird das schon wieder ein schnelles Auto halt, ne? Aber egal. Früher habe ich das Auto auch immer viel genutzt, um in Skiurlaub zu fahren, bis in den Schnee zu fahren und so, weil dafür ist er auch perfekt. Das wird jetzt natürlich auch weniger, weil es bei uns in Hannover zum Beispiel dieses Jahr gar nicht geschneit hat. Nee. Einmal so ein paar Flöckchen vom Himmel, aber... Ich hatte die ganze Zeit Sommerreifen drauf. Aber das war es auch. So, jetzt gucken wir, dass wir hier nochmal auf meiner perfekt ebenen Strecke eine weitere Messung machen können. Das war jetzt 11,2. Ja. Also man kann auf jeden Fall sagen, das Auto fährt tiefe 11 zu zweit. Das ist jetzt keine, ich denke mal ohne Beifahrer 0,5 weniger, sind wir so im Bereich von 10,5. Das sind jetzt keine Rekordzeiten. Naja, aber was fährt der sonst ohne Software? Ohne? Ja, ja, klar, wenn du den komplett. Also, ich sag, wenn du jetzt einen kaufst mit der Laufleistung, dich da zu zweit reinsetzt und fährst, wird der so 15, 16, 17 Sekunden fahren. Da hast du auch 11,1 oder 11,2. Ja, ja, klar, macht auch richtig Spaß. Also, es ist halt ein Spaßauto. Du fährst aus der Kurve raus, trittst drauf und das Auto zieht halt. Ne? Ja. So, das ist Draggy. Wirklich einfaches, simples Teil. Man muss es nur aufladen, legt sich das Ding ins Auto, öffnet die Draggy-App, connect. So, und das war es tatsächlich schon. Jetzt sucht er sich kurz Satelliten. Und nun gibt es ein cooles Feature, dass man während der Messung hier drin einfach ein Video macht. Nicht wundern, wenn die Qualität ein Tucken schlechter ist, weil es mit meinem iPhone gleich gefilmt ist. Aber wir werden jetzt, da musst du leider die Kamera halten, gleich ein Draggy-Lauf 100-200 machen. Zack, wir können hier nämlich einfach auf Kamera drücken und schon seht ihr, wenn meine Wurstfinger nicht im Weg sind, seht ihr, oh, hallo BAG, schon seht ihr hier km/h und wenn wir jetzt ein Video aufnehmen, blendet er hier auch gleich die Zeit und so weiter ein. So, und was wir jetzt machen, wir machen jetzt einfach mal einen Draggy-Lauf plus einen Driftbox-Lauf und gucken uns einfach mal die Differenz an, würde ich sagen. Ne? Ja. Ich hätte gedacht, das ist viel, viel komplizierter. Wir haben es auch gerade erst bekommen und probiert. Total geil, werden wir auf jeden Fall öfter nutzen. Und genau das ist nämlich eigentlich auch Inhalt von diesem Video, damit nicht riesen Diskussionen losgehen, wie gut sind diese Zeiten vergleichbar oder nicht. Deswegen werden wir einfach mal einen kleinen Film davon machen und schlagen so wieder mehrere Fliegen mit einer Klappe. Los geht's. 100. Das waren jetzt gerade drei Draggy-Läufe, waren krass eng alle beieinander, ja. Teilweise auf ein Zehntel, teilweise in Zehntel Differenz, also für alle Draggy-Nutzer, ich würde sagen, das Tool ist schon sehr, sehr ähnlich.
Ich weiß noch vor 5 Jahren zu den krassen früheren Zeiten, da war halt einfach Driftbox Maß der Dinge. Man hat sich wirklich auf ein Zehntel verglichen. Das geht so natürlich nicht. Aber als Annäherungswert oder wenn wir jetzt als Beispiel in Zukunft immer Draghi benutzen, weil es gibt halt manche Fahrzeuge wie den Xpo und so weiter, da ist es mit Draghi einfach einfacher, dann kann man auf jeden Fall sagen, dass die Messungen gleichbleibend konstant sind, weil wenn es jetzt 3-mal geklappt hat, dann wird das auch so bleiben. Das heißt, Draghi, coole Sache. Wir werden es auf jeden Fall öfter benutzen, weil ich einfach das, es ist halt einfach einfach, ne? Ja. So, klar, alleine geht es nur, wenn man einen Halter für die Windschutzscheibe fürs Handy hat, weil kann jetzt schlecht hier gleichzeitig messen. Oder du musst halt jemanden passenden neben dir haben, der das vernünftig bedienen kann. Genau, oder ich habe über 100 Kilo Ballast dabei, der das Ganze bedient. So, nee, aber für uns bzw. für euch perfekt. Ja, so viel zum Thema dazu. Wir können festhalten, Driftbox Draghi geklärt, Fahrwerk toll, genauso wie ich es haben wollte. Kein Rennfahrwerk, sondern das perfekte Cruising-Fahrwerk. Irgendwann bekommt er auch nochmal eine Runde Rennstrecke versprochen. Und Auto läuft toll, kein Ölverbrauch bis heute. Wir sind jetzt ja mittlerweile 4, 5, 6, 7.000 Kilometer gefahren. Alles top und ich bin immer wieder happy und begeistert. Was halt an dem Auto einfach so krass ist, wir fahren jetzt 150, sechste Gang, wenn man mal Langstrecke irgendwo mit hinfährt und man muss einfach gar keinen Gang runterschalten. Das macht gefühlt keinen Unterschied, weil der V8 halt einfach auch im mittleren Bereich jetzt mit den Krümmern und so viel Punch hat, dass das einfach auch so fährt. Ne? Klar, man kann einen Gang runter, noch einen Gang runter, dann dreht das Ding schön raus, aber muss nicht sein. Ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, euch allen einen schönen, jetzt muss ich kurz überlegen, Rest Ostersonntag und wir sehen uns demnächst im nächsten Video. Ciao.